Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink. Wir spielen im Trio das tolle Rocket League. Bei mir ist der Shadow Wolf. Moin Moin. Und natürlich unser alter Freund Firefox. Ja, Trio mit vier Fäusten und so, ne? Hallo. Mit vier Fäusten online, genau. Und nach zwei Klatschen in der letzten Session jetzt mit Motivation. Aber das war doch Absicht. Wir wollten noch ein bisschen die Spannung aufbauen, den Spannungsbogen. Nee, ich wollte eigentlich keinen Spannungsbogen aufbauen. Nein. Ich wollte gewinnen. Achso, dann sollten wir uns vorher besser absprechen. Das wäre wirklich eine gute Idee gewesen. Auch wenn alle drei auf den Ball gehen, ist auch wie doof. Dann ist keiner an seinem Ball, dann ist man im Tor oder so. Ja, eigentlich muss immer einer am Tor bleiben. Und zwar immer der hinten ist. Ja. In der Regel. Oh, du bist nur so. Oh, was ist das für eine Farbe? Meiner. Ich bin ja ultra pink. Gehst du mal hinten? Nee, doch, ja. Warum bin ich so pink? Warum sind wir nicht gerade blau? Sehr gut, Firefox. Ja, aber daneben. Ich glaube, der Shadow Wolf braucht einfach nur ein bisschen Training, dann geht das schon. Ja. Ich bin auch wieder drin in der Materie. Der geht vorbei. Wow. Genau, siehst du? Aber auch nur Knappi McKnappbär, ne? Ach, Mist. Oh, boah, danke. Wer war das denn? Keine Ahnung. Einfach hier mitten im Weg zu fahren. Nö. Wollen wir mal. Voll knusper, wie du abgehst hier. Komm los. Wer knuspert? Ja, knusper. Wer knuspert in mein Häuschen? Ich darf hier hinten bleiben, ist ungewohnt. Wer ist denn hinten? Ich. Achso. Aber da hat man die beste Übersicht von hinten. Da ist das Tor. Jawohl. Aber wir haben jetzt endlich. Wir haben jetzt endlich eine Regierung, ne? Habt ihr das schon mitgekriegt? Nee. Und Stephen Hawking ist tot. Dinge an einem Tag. Ich weiß gar nicht, was ich geiler finde. Nee, was schlimmer. Naja, also, dass wir eine Regierung haben, ist ja nicht schlimm, das ist sogar gut. Und dass Stephen Hawking tot ist, finde ich scheiße. Ist scheiße, genau. Ist nämlich die Welt wieder ein Stück dümmer geworden, weißt du? Oh. Ja. Verdammt. Ja, nee, das ist die Welt nämlich wieder ein Stück dümmer geworden, weil so ein unfassbar kluger Mensch. Und dazu so ein Kampfgeist, wenn man bedenkt, dass er eigentlich nur 10 Jahre hätte leben sollen, vor 50 Jahren. Ne? Und dann was, doch noch so alt geworden. Und was er zusammen mit Intel alles gemacht hat, dass er eben halt trotzdem nach außen kommunizieren konnte. Beeindruckend. Ja. Also, und ich fand seine Bücher auch gut. Ich habe die verschlungen. Vorsicht, Tor. Oh, gut. Oh, sehr schön. Ich habe die Bücher verschlungen. Also, alle? Nee, nicht alle. Ich fand. Haben sie geschmeckt? Also nicht alle, aber einige. Aua. So, weg mit dem. Ich finde, trotz dieser komplizierten Materie hat er das trotzdem noch gut rübergebracht, sodass auch Menschen wie ich das kapieren. Also Menschen wie ich heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie Physik studiert. Nein! Oh. Das war auch ein Laie quasi. In der Mitte, direkt aufs Tor, rein da. Und. Oh. Ja, toll. Oh, der geht drüber. Oh, oh, ich hänge. Oh, sorry. Da. Sehr gut, Firefox. Aber die Bundestagswahl ist jetzt über ein halbes Jahr her, was auch mal schön irgendwie geklappt hat. Aber irgendwie blöd, dass es quasi. Na, dass das bekommen, was alle erwartet haben. Aber nee, das hat. Das hat keiner erwartet. Was jetzt, eine GroKo? Oder wovon reden wir jetzt? Ja, GroKo. Also die hat ich weiß auch gar nicht, was jetzt das Problem ist. Also ich finde, zum einen ist diese Konstellation besser, als das jemals mit der FDP hätte werden können. Und da es ja keine linke Mehrheit gibt, ist die große Koalition die logische Konsequenz. Und ich finde das gar nicht so dramatisch. Ja, aber einen Herrn Spahn finde ich schon sehr dramatisch. Also muss ich mal sagen. Das ist vollkommen korrekt. Also bevor ich nichts sage, gebe ich irgendwelche fiesen Sprüche ab, weißt du? Was der behauptet hat, meine Güte. Ja, was heißt behauptet? Hat das ist ein panischer Kerlchen. Der ist. Jetzt, nein! Oh, komm! Jetzt, Jungs! Ah. Der, also, jedenfalls, das ging überhaupt nicht. Also, eigentlich müsste der wirklich für ein paar Monate einfach mal von ALG 2 leben. Aua. Das ist ja, darum geht es ja. Es ging mir jetzt nicht darum, einzelne Personen zu bewerten, sondern allgemein.
Ja, es ist immer noch besser als gar nichts, irgendwelche Luftnummern zu haben, logischerweise. Die Frage für zum Stelle ist, wir haben ja jetzt eine GroKo, aber es ist die Frage, wie gut könnte die Opposition in diesem Fall denn funktionieren? Die AfD ist immer gegen alles und nicht auf die naja, es wird keine. Es wird keine Opposition funktionieren, weil nämlich dafür die Opposition geschlossen sein müsste und die wird dank der AfD nicht geschlossen sein. Punkt. Richtig, ja. Das ist Fakt. Und ich glaube, dass es. Also was ich mir wünsche, ist, dass durch diese ganze Scheiße, die wir jetzt hier durch diese Partei haben, dass die sich mal endlich an den Riemen reißen und dass wir endlich mal auch was gewuppt kriegen hier. Das ist Tor. Auch, jetzt? Jawohl! Sehr gut. Und dass das auch bei den Leuten ankommt, ja. Genau. Ich erwarte jetzt nicht, dass in den nächsten 4 Jahren diese Partei oder diese Ideologien irgendwie verschwinden werden. Das werden sie natürlich nicht. Aber ich wünsche mir eine deutliche Verkleinerung der Fraktion und vor allem auch, dass die in ein paar Landtagen vielleicht auch sogar rausfliegen oder gar nicht reinkommen, jetzt in Bayern zum Beispiel. So wie bei Trump jetzt, ist sukzessive passiert. Wow. Ja, ne? Demokrat mit wenigen Stimmen, also das ist das absolute Paradebeispiel dafür, dass die Stimme, jede Stimme zählt. Denn nämlich genau da hat 20% Anteile haben die Demokraten in diesem Bundesstaat wettgemacht und wiedergeholt. Beziehungsweise war ja eigentlich tiefrot, jetzt ist es ja blau, ne? Das war tiefrot, war schon immer tiefrot und jetzt haben sie es wettgemacht da an der Stelle. Und das will eigentlich was heißen. Und das zeigt ihm halt, Stimme zählt. Und es geht halt nur faktisch zu arbeiten. Man kann nur faktenbasiert arbeiten. Weil Emotionen sind irgendwann aufgebraucht. Das funktioniert nicht mehr. Weil irgendwann, wer soll denn noch was wegnehmen? Wenn alle anderen schon weg sind, die es sonst weggenommen haben, wer soll denn übrig bleiben? Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die AfD in naher Zukunft durch Ausdrücken keinen Sündenbock mehr finden wird. Und wenn man halt dann guckt, was sie in den letzten Demos so behauptet haben und dass sie immer wieder irgendeinen Sündenbock gefunden haben. Was ich mich jetzt frage, ist, viele mal denken ja, wenn die Politik so weitergeht von der GroKo und Co., dass dann ja die AfD beim nächsten Mal noch größer wird, also dass sie kleiner wird. Und welche Alternativen haben sie? Gar keine. Es zeigt doch, wie schnell oder wie eigentlich dieser Stimmfangmechanismus funktioniert. Wir haben dieses leidliche, also nicht leidlich, also leidlich im Sinne von, es ist absolut schlimm, Vorfall mit dem erstochenen Mädchen, mit dem 14-jährigen Mädchen. Als das bekannt wurde, war das allererste, was passiert ist, eine absolute Hetzwelle, weil ja sofort typisch klar war, wer der Schuldige ist. Dann wurde ein Schuldiger in Gänsefüßchen gefunden, über den nur bekannt war, dass er 15 war. Total bescheuert. Ja, dass er 15 war. Und das allererste ist, das ist natürlich kein Bio-Deutscher. Ne? Deswegen, also kann gar nicht anders sein. Also, und der Bachmann hat überhaupt nicht Deutscher. Richtig, und es wurde nicht mal zurückgenommen, als die Polizei noch einlenken musste, dass der jugendliche Verdächtige, der es ja auch gestanden hat, und seine Eltern deutsch sind. Jupp. So, was denn nun? Deswegen, was denn nun? Also, wenn die Leute sich von dieser Lügengeschichte nicht distanzieren können, also auch die mitlaufen oder denken, dass die AfD und Co. eine super Sache ist, dann kannst du leider nicht anders helfen, als wirklich weiter nur faktenbasiert dagegen arbeiten und faktenbasiert aufzeigen, dass die AfD doof ist und selber hier dieses, wie heißt es, Drain the Swamp hieß es bei Trump, ne? Den Swamp sieht man ja. Und genauso musste das offenlegen, dass eigentlich die AfD nichts anderes ist als der Wolf im Schafspelz, der laut kräht. Und Scheiße. Mist. Und laut kräht. Ich war's. Wo wir beim Thema sind, mir ist generell aufgefallen, also jetzt in den letzten Monaten und Jahren, früher, das habe ich auch ein bisschen über so ein Quatschvideo, was theoretisch Wasser rausgenommen, angesprochen. Mir ist aufgefallen, früher können wir es beliebig datieren, war es immer so, wenn das passiert ist, war sofort die erste Frage, wie geht es dem Opfer, schließlich den Angehörigen? Und heute ist bei vielen Leuten die erste Frage, ist er Bio-Deutscher oder nicht? Ja, so, ja. Die Frage, was hat es überhaupt für einen Sinn? Was macht es denn für einen Unterschied für das Opfer, den Hinterbliebenen, ob du Bio-Deutscher bist oder nicht, wenn du Scheiße bist? Ja, gar nichts überhaupt. Und vor allem, was bringt das überhaupt? Also statt sich um die Opfer oder den Kinder zu kümmern, sehr schön,
Die erste Frage, ist er deutsch oder ist er nicht? Richtig. Und ich denke, was macht das für einen Unterschied? Wenn es ein Krimineller ist, ist es ein Krimineller. Und, genau. Und ich möge jetzt gescholten werden, wenn ein Mensch, der eben halt aus... hier Asyl suchen aus einem anderen Land oder er ist Deutscher, wie auch immer, wenn er eine Straftat begeht, ist er nach geltendem Recht zu belangen. Fakt. Ja, ganz klar. So. Und nichts anderes. Und nichts anderes. Oh, ey, Leute, wisst ihr, was mich richtig ankotzt? Ich meine, dass wir zum einen hier diese Diskussion führen müssen und zum anderen kotzt mich an, dass... jetzt schon wieder Talkastiert haben. Bei jedem Thema, egal ob es jetzt bei Facebook ist oder bei irgendeinem anderen scheiß sozialen Netzwerk, dass egal um welches Thema es geht, zum Beispiel, keine Ahnung, hier Kita-Gebühren oder was auch immer, immer ein Penner darunter ist, der sagt, ja, aber Hauptsache den Flüchtlingen geht's hier gut. Genau so. Boah, da könnte ich so ausrasten. Ich hatte letztens die Diskussion in einer mir bekannten Örtlichkeit, das hat jetzt nicht zwingend jetzt mit Flüchtlingen zu tun, Grundeinkommen. Allgemein nur ja. Um Grundeinkommen und dass es doch ja. Nicht finanzierbar sei und wie soll das alles gehen. Wir, ja. Und da habe ich gesagt, naja, pass auf, ihr zahlt doch jetzt auch doch schon fast 80% das, was vom Grundeinkommen nachher aufgewendet werden müsste, zahlt ihr doch jetzt an Sozialleistungen auch in die Kasse, damit andere davon eben halt existieren können. Zwar nicht recht und schlecht, aber sie können es wenigstens. Und das geht ja gar nicht, da geht ja nachher gar keine Arbeit, nicht so immer. Das ist doch nicht dazu da, dass du dich auf die faule Haut legst, sondern dass du wenigstens deine Grundbedürfnisse decken kannst. Ja, das ist nicht das Problem. Dass du deine Grundbedürfnisse decken kannst, ja. Und die haben es nicht verstanden. Die dachten, wenn jetzt dann das Grundeinkommen dann da ist, dann müsste man das ja on top mitfinanzieren zu den Sozialleistungen. Ach so. Ja, oder so eine Sachen wie, ja, und dann, wenn ich das Geld kriegen würde, dann würde ich gar nicht arbeiten gehen mehr. Ich sage, dann gehst du halt nicht arbeiten, aber du wirst von dem Geld nicht sonst was machen können, Riesensprünge oder weiß der Geier was, sondern dir wird zumindest versucht zu gewähren, eine gewisse Teilhabe und dass du dich nicht nackig machen kannst, brauchst. Was ist das für ein Staat, der zwar in vielen Bereichen Jobs zur Verfügung hat, zum Beispiel in der Elektrobranche, ist ganz viel zurzeit offen, wirklich offen. Mhm. Händeringend werden Leute gesucht, aber die Leute sind nicht qualifiziert. Und nur weil ich nicht qualifiziert bin, aber zum Beispiel arbeitssuchend bin, werden mir Leistungen gekürzt, weil ich nicht genommen werde oder ich mich in ihren Augen nicht ordentlich beworben habe. Weißt du? Und das ist... Ach, nö! Doch, das war ein Tor. Das war meiner. Und was ist das bitte schön für ein Sozialstaat, der nicht in der Lage ist, auf die Gemeinschaft zu gucken, sondern immer nur an sich denkt? Ja. Gut, bevor wir im Thema noch sind im Grundeinkommen, ich habe gerade mal einen Ausschnitt beim Thema überlegen, von der Anstalt, von der neuen Anstalt im ZDF. Und da war eine. Ach, das ist doch Fake News, Sender. Das ist alles Fake News. Ja. Und ich meinte halt als Satz, den ich ganz gut fand, wenn wir nicht mehr dazu gezwungen werden. Ach Mensch, was ist denn los, Shiki? Also ich meinte halt so in zwei Sätzen, wenn man nicht mehr arbeiten müsste, also wenn man es muss, sondern vielleicht, wenn man es kann, wenn man quasi freigestellt ist, das zu tun, was man möchte und man weiß, man ist finanziell abgesichert, wie uns auch die Menschen generell gehen, oder wie werden sie generell drauf, als wenn sie wüssten, sie müssten arbeiten gehen, um sich ein Leben und Unterhalt zu machen, auch wenn sie halt vielleicht gar nicht das machen wollen können, wofür sie eigentlich geeignet sind. Ja. Einfach nur den Zwang hinterher. Das finde ich nicht sehr gut. Die Leute würden angeblich nicht arbeiten gehen. Ich bin aber felsenfester Meinung, frei von Zwang, und Zwang ist es auch, wenn ich Ängste habe, ob ich meinen Job behalte oder weiß der Geier was, wer frei von Zwang arbeiten geht, geht dann arbeiten, weil er es möchte. Der geht dann anders ran und arbeitet. Das heißt, er geht auch mit einer ganz anderen Motivation arbeiten. Und er wird auch in meinen Augen mit dieser Motivation weniger krank sein. Oder irgendwas anderes, weil es ist ja, die Ängste sind ja nicht da, und durch die bessere Motivation ist vielleicht auch der Körper ein bisschen positiver gestimmt. Genau. So, weil wer nämlich nicht in der Lage ist oder willens ist, zum Beispiel für Leute, die nicht arbeiten können oder sonstiges, Sozialleistungen zu erbringen, der soll bitte schön sich nicht beklagen, wenn er kein Geld mehr vom Arbeitgeber kriegt oder dann später von den Krankenkassen oder was auch immer, wenn er krank ist.
Mhm. Ja, weil das ist genau das Gleiche. Im Prinzip, er zahlt ja letztendlich dafür seine Beiträge, dass eben halt das Solidarprinzip sein Blinddarm-Operation bezahlt, die ja nicht billig ist, oder seine Herz-OP oder weiß der Geier was nachher später. Aber wenn man dann wirklich bei denjenigen, die das kritisieren, dann hingeht und sagt, also pass auf, ist dein gutes Recht, dich dann hier aus dem Solidargemeinschaftsprinzip rauszunehmen, aber dann bitte kümmere dich komplett um deine Belange. Ne? Und man sieht, wie ernst dieses Thema ist, weil wir verlieren. Ich hätte gerade noch ein angestelltes Gesprächsthema, was ich gerade befragen würde, wenn ich Folge noch was. Nicht, dass wir es jetzt irgendwie unsinnig anschneiden. Wenn wir beim Thema AfD waren, ist mir was eingefallen zum Thema. Aber. Naja. Also sind die letzte Runde der Folge oder machen wir noch eine Runde? Nee, da ist noch. Das ist das erste, zweite Spiel, ja. Okay. Und dann warte ich noch, bis die Runde zu Ende ist. So. Nochmal ein letztes Tor kommt schon. Na gut, jetzt nicht. Doch. Nein. So. Ach ja. Ja, es ist ein sehr schweres Thema. Das ist das Problem. Das Problem ist, man kommt bei den Menschen nicht so richtig in den Geist rein. Bei einigen jedenfalls nicht. Das ist sowas von schade, finde ich. Weil man betrachtet es halt immer sehr einfach nur aus seiner jetzigen Sicht. Und die Menschen, die eben halt vielleicht doch ein bisschen besser gestellt sind, die sehen es halt nur so, ich arbeite und die nehmen mir was weg. Ja, das ist immer dieses typische, also oft das typische Denken in Gesprächen. Die bekommen was ich nicht bekomme oder die bekommen was Besseres, was ich nicht habe. Das war zum Beispiel bei dem Thema Flüchtlinge so gewesen, dass als das anfing, sofort erst gesagt haben oder gemeint haben, die bekommen ja was geschenkt. Die bekommen ja gar nichts oder die bekommen ja alles. Wo ich mir dann denke, in unserem Land bekommen wir halt die diversen Versicherungen, mit denen wir oft und doch hilfreich sind. Oh, Schiki, super. Wir haben, das ist Tor. LOL. Ja. Also als die Gedanken aufkamen, als die Flüchtlinge herkamen, als es losging, da die viele von den etwas Rechteren meinten, die würden uns alles wegnehmen, die würden alles geschenkt bekommen, wo ich bedenke, diese Menschen schätzen doch gar nicht wert, was sie selber haben. Diverse Versicherungen, die ihr Leben in der Regel erleichtern oder zumindest nicht schlimmer machen. In vielen Fällen. Dann haben wir 24 Stunden am Tag Zugang zu Wasser und Wasser, zu Strom, Ärzte. Wir können einkaufen, wo und was wir wollen. Das geht uns ja alles gut, das ist ja für uns komplett normal. Aber dann behaupten halt, wir hätten gar nichts, ich hatte dann oft doch schon ein bisschen übertrieben. Nee, der absolut krasse Aspekt ist eigentlich, ist ja der, dass dann auf einmal, die kriegen mehr als. Unsere Schwächeren in der Gesellschaft. Ja, dabei haben diejenigen, die am lautesten meckern und rumkrakeelen, für die Schwächeren in der Gesellschaft so gut wie nichts getan. Wo war denn ihr Engagement für die Schwächeren in der Gesellschaft vorher? Oh, sorry. Das stimmt, das ist immer so. Man hat leider immer komischerweise was, Pizza-Bringdienst, was? Aber es ist halt leider wirklich so, wenn so Diskussionen sind, wird immer von den angeblichen Beschützern auf die unter einem stehenden, wie gesagt, nicht die armen Hartz-IV-Empfänger, die armen Obdachlosen. Aber wenn das dann nicht mit Flüchtlingen zu tun, zum Beispiel, dann ignorieren sie ja auch die Obdachlosen oder weiß ich nicht, Hartz-IV-Empfänger und machen die runter. Wenn es jemanden gibt, der vielleicht noch weiter unter sein könnte in der Hackordnung, heißt plötzlich, denkt an die Obdachlosen. Oder die Bild-Zeitung ist da Paradebeispiel für so eine Sache. Mhm. Die schafft es nämlich immer, die Ärmeren mit den noch Ärmeren auszuspielen. Mir geht es ja darum, dass diejenigen, die sagen, die jetzt das Thema für sich entdeckt haben und was ist denn mit den armen Leuten, die kriegen alles in den Hintern geschoben, die Asyl suchen und die armen Leute nichts. Ja, wo waren sie denn vorher? Dass die armen Leute leider arm sind, das haben wir einem Herrn Schröder zu verdanken und seiner Politik. Das stimmt. Dass es so massiv zugenommen hat. Aber aber nicht, wo ist denn das Engagement? Wo sind die denn hingegangen, wo sind die denn hingegangen, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht das Thema Tafeln reinbringen, aber irgendeine andere gemeinnützige gesellschaftliche Institution oder selber, dass man Kleiderspende organisiert hat oder Essen gesammelt hat oder weiß der Geier was. Lieber Firefox, ja. Also. Erinnere dich doch mal ein paar Jahre zurück. Oh, das schaffe ich nicht. Ich bin zu alt für sowas. Also ich meine, man wechselt ja einfach nur die Opfer, weil im Moment sind es Flüchtlinge, die das Ziel sind. Ich kann mich erinnern an eine jahrelange Diskussion über
über Sozialhilfe. Ja, die Sozialbetrüger, die in Malediven ja. mit einem Boot rumschippern. Genau. Während, und da ne, hat es überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob das Deutsche waren oder nicht. Da ging es einfach nur um die Sozialschmarotzer, die uns auf der Tasche liegen. Genau, die 1%, die 1%, die es immer gibt, überall in jeder Gesellschaftsschicht gibt es 1%. Das Geile ist ja, auch, dass wir jetzt hier was an andere Länder oder an andere Menschen zurückgeben, ist einfach nur richtig, ganz weil wir als Land profitieren von anderen Ländern, denen es Menschen nicht so gut ist, profitieren. Davon profitiert unsere Wirtschaft und dass wir da etwas zurückgeben, ist einfach nur Fug und Recht. Das stimmt, da gibt es einen guten Hagen Red dafür. Ich habe von dem schon was gehört. Ja. Das ist auch so ein bisschen wie Herr Pispas damals, in der Richtung her. Ich meine auch mal, unser Wohlbestand in Europa und auch in Deutschland basiert auf Leichenbergen. Das halt auf ja, richtig. Ausfluss. Ja, ist drastisch, aber stimmt. Ne? Ich meine, man hat damit in der Hinsicht passt dein Gedanken eigentlich schon sehr gut. Was ich mir kurz bei der AfD vorhin merken wollte, wegen, als es dahin mit den Flüchtlingen alles. Als es jetzt plötzlich hieß, dass sie nach Syrien gereist sind, Ich auch denke, ja. Meine Fresse. Und dann siehst du, die sind in Luxushotels, sagen, mir geht's ja voll gut hier. Und ich mir denke, die werden doch von Assad oder dem jeweiligen Stadttypen auch in die schönen Ecken rumgeführt. Na klar. Halt aber genau das ist ja der Punkt. Die allererste Argumentation war, das sind Wilde. Die wissen nicht mal, wie ein Handy funktioniert. Die haben, die haben Handys als allererstes, die trommeln noch. Und dann ist diese Argumentation völlig unnötig, weil jetzt leben die dort im Prunk und Saus und da gibt es ja eigentlich gar kein Problem. Warum sollen die denn keine Handys haben? Natürlich haben die Handys. Na klar, als ob die wirklich. Die haben auch Playstations gehabt und fette LCD-Fernseher. Haben sie natürlich. Auch immer noch. Haben sie immer noch. Aber die nimmst du halt nicht mit, wenn die Bomben fallen. Also unsere würden das mitnehmen, wenn die Bomben fallen. Und ja genau, ich nehme meinen LCD-Scheiß-Drecksfernseher mit und meinen PC am besten auch noch unterm Arm, wenn ich hier am Wegrennen bin vor der Panzerflagge. Ja, bist du. Ich hatte das Thema übrigens also mit dem Satz von den AfD-Chefen nach Motto, das ist ja gar nicht alles so schlimm, dann erinnert von Argumentationsweise her an unseren Kaiser, also Richard Beckenbauer, der meinte in Katar, wo er gewesen ist, er hätte keine Sklaven gesehen, die laufen alle frei rum. Und ich mir dachte, ja, so willst du auch in Syrien jetzt auch sein. Die bekommen nur die schönen Sachen gezeigt und da, wo es richtig scheiße ist, dann aus guter Aleppo und Co., das sehen sie auch. Oh, bitte wieder nichts hier. Also, das ist mit der Argumentationsweise genau das Gleiche. Die sagen, da ist ja gar nichts, aber sie sind ja gar nicht das große Ganze, nur das, was ihnen gezeigt werden soll vom örtlichen. Ja, das ist gleich als wenn du ins große Meer reingeworfen wirst und dann sagst, ey, hier ist doch ja kein Land, was wollen die denn, was erzählen die denn die ganze Zeit? Kannst du genau analog. Ups. Kannst du genauso analog anwenden. So wie es halt gerade argumentativ passt, dann sind das andere, sind alles Systemmedien. Warum sind alle bitteschön Systemmedien? Was für ein riesengroßes Drahtzieher-System muss es da im Hintergrund geben, dass alle Medien weltweit gegen Trump auch noch und alle immer hetzen. Also ich habe noch keinen richtig über Trump hetzen sehen. Das ist Satire und teilweise auch noch ein bisschen mehr Kritik. Hetze sieht anders aus. Hetze ist das, was die Leute machen. Nein. Indem sie sich über sonstige Sachen dann lustig machen, beziehungsweise darüber herziehen und rumgifteln. Oh, nicht. Nein. Oh. Wow. Oh. Das haben wir aber nochmal gerettet hier. Aber sowas von. Oh, der geht doch weiter dabei. Nee. Jetzt oder? Nicht mehr. Ah. Ja, es ist jedenfalls immer das Gleiche. Und das Schlimme ist eben halt, dass so viele Trittbrettfahrer da mit eine Rolle spielen. Aber ich gehe jetzt erstmal ins Hauptmenü. Ja, meine Hände schwitzen. Ich bin auch sehr erschöpft, aber nicht vom Spielen, sondern von der Diskussion. Ja. Die macht doch immer so niedergeschlagen. Ich glaube, das sollten wir mal ändern. Oh, ich sag jetzt mal gute Nacht, einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.